Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir den Wattgenerator vorstellen bzw. die Reibungselektrizität. Dazu habe ich hier einen Wattgenerator. An diesem Wattgenerator ist ein Klimmlämpchen angeschlossen. Benutzt man, um nachweisen zu können, ob etwas positiv oder negativ ist. Hier habe ich ein Elektroskop zum Ladungsnachweis. Dann habe ich hier noch etwas Alufolie, eine Styroporschachtel, einen Luftballon, einen Stab aus Acrylglas und ein Hasenfell, natürlich ohne den Hasen. So, Reibungselektrizität kennst du bestimmt, wenn du schon mal aus dem Auto ausgestiegen bist und etwas Metallisches an dem Auto angefasst hast, dann bekommt man relativ häufig einen elektrischen Schlag. Was hat es mit dieser Reibungselektrizität auf sich? Was weiß ich, wenn man sich die Haare kämmt, kann das passieren, dass dann irgendwie der Kamm die Haare anzieht, oder ich habe hier den Luftballon, wenn ich den hier einfach mal an meinem Pulli hier reibe. Und jetzt sieht man, dass er aufgeladen ist. Also, bekannter Effekt. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen mal näher untersuchen. Dazu habe ich hier diesen Acrylglasstab, das Hasenfell. Und was passiert bei der Reibungselektrizität ist, dass Ladungen getrennt werden. Das heißt, der Acrylglasstab ist am Anfang neutral, das Hasenfell auch. Und wenn ich beides aneinander reibe, ist hinterher beides aufgeladen. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, das mit dem Klimmlämpchen nachzuweisen, was für eine Ladung das ist. Ich habe es gesehen, aber ich vermute, auf dem Video war es nicht zu sehen. Die untere Seite hat geleuchtet. Das bedeutet, immer die negative Seite leuchtet. Das bedeutet, dass das hier negativ geladen war und damit war auch der Acrylglasstab negativ geladen und dann muss das Hasenfell entsprechend positiv gewesen sein. So, jetzt machen oder lassen wir das eine Maschine machen. Dieser Bandgenerator, das ist im Wesentlichen ein Gummiband, was sich hier praktisch bewegen kann. Hier unten, da wo das Kabel rauskommt, ist eine Bürste befestigt. Und wenn dieses Band hier rumläuft, passiert entsprechend halt diese Reibungselektrizität. Das heißt, hier wird das Gummiband an der Bürste gerieben. Dadurch lädt sich das Gummiband auf. Die Ladungsträger fahren hier wie im Fahrstuhl nach oben. Hier ist ein Abnehmer, der sozusagen den Ladungsträgern ermöglicht, sich hier oben auf dieser Kugel zu sammeln. Und das dann wieder ungeladene Gummiband fährt nach unten und wird dort wieder entsprechend an der Bürste Reibungselektrizität wieder aufgeladen und dann geht es wieder nach oben. Schauen wir uns erstmal an, wie das Ganze geladen ist. Dazu habe ich die Bürste hier mit einem Kabel mit der einen Seite dieser Klimmlampe. Ich tue es mal so umstecken, so, dann ist es besser zu sehen. Das heißt, von dir aus gesehen, die linke Seite ist mit der Bürste verbunden. Und die von dir aus gesehen rechte Seite werde ich jetzt hier sozusagen dran halten und dann gucken wir mal, welche Seite leuchtet. Also dazu muss ich natürlich erstmal einschalten. Und man sieht, ohne dass ich es richtig dran halte, schon die Funken fliegen. Und man kann es eigentlich sehr schön sehen. Ich halte mal meine Hand dahinter, vielleicht sieht man es dadurch ein bisschen besser. Die linke, beziehungsweise von dir aus gesehen, ist es die rechte Seite, leuchtet. Das heißt, die Seite, die zu der Kugel hingewandt ist, also diese Seite hier hat geleuchtet. Das bedeutet, dass die Kugel
negativ geladen ist. So, und jetzt gucken wir mal und setzen das Stückchen Alufolie ein. Wenn ich das Ganze jetzt einschalte, ist klar, was passiert. Ist ein Leiter, die Alufolie, das Alufolie wird aufgeladen, negativ und negativ wird sich abstoßen, also wird die runterfliegen. So weit, so gut. Probieren wir es mal aus. Und simsalabim, weg ist sie. Gut, wieder entladen. Gut, was hat das jetzt mit Reibungselektrizität zu tun? Naja, wir haben ja diesen Kumpan hier noch nicht ausprobiert. Das ist eine Styroporschachtel. Und man wird sich natürlich jetzt denken, was hat das jetzt mit Reibungselektrizität zu tun, beziehungsweise was soll hier jetzt auch groß schon passieren, wenn ich das Ding einschalte, es ist ein Nichtleiter, die wird halt da liegen bleiben, ne? Schauen wir mal. Und die ist ziemlich deutlich weggehüpft. Und naja, was da eben mit dieser Styroporschale passiert ist, das ist im Prinzip so ähnlich wie das, was ich hier mit dem Acrylglasstab und dem Reiben an dem Hasenfell gemacht habe. Und zwar durch dieses Reiben habe ich dafür gesorgt, also gewaltsam sozusagen eine Ladungstrennung herbeigeführt. Und durch, wenn ich mir jetzt das Styropor-Schachtel angucke, die hier oben liegt, durch die enorm hohe Spannung, die hier anliegt, kann man sozusagen auch sozusagen gewaltsam dieses Teil laden, so dass dann auch die Styropor-Schachtel negativ ist. Und genauso wie diese Kugel und dadurch abgestoßen wird. Also praktisch dieses gewaltsame Entreißen der Elektronen, beziehungsweise dann Entreißen der Elektronen des, vom Hasenfell, die dann sozusagen hinterher auf dem Acrylglasstab sind. Dieses gewaltsame Ereignis, dazu muss ich nicht unbedingt reiben, sondern auch diese hohe Spannung reicht dazu auch aus, um praktisch dann auch das zu erreichen und einen Nichtleiter aufzuladen. Soweit, so gut.